reservierungspflichtig war, wir eigentlich relativ wenig Durchlauf hatten und gestern auch einfach nicht erschienen sind. Ja, wir haben den Tisch reserviert, haben ihn geblockt, kamen dann nicht, weil kostet ja nichts. Und so ist es so, dass wir es nach Aufkommen machen, dass wir den Gästen auch sagen können, kommen Sie doch so in 15 Minuten nochmal circa. Und so können die Gäste auch so häufig kommen, wie sie wollen. Und es hat sich in der Praxis erwiesen, dass es so für uns besser ist. Fragen zu Gosch? Nein, ansonsten grenzt Gosch direkt an unser Buffet-Restaurant Ankelmannsplatz an. Der Ankelmannsplatz ist ganz klassisch Buffet, da holen sich die Gäste alles selber. Und egal, ob sie jetzt im Buffet-Restaurant sich bedienen oder ob sie hier bei Gosch sich bedienen, sie können sich natürlich immer hier draußen auf die Breite absetzen. Das heißt, das ist der Bereich, wo man generell im Freien essen kann bei den Hauptrestaurants oder man geht eben die Treppe höher zum Grill. Also Möglichkeiten außen oder im Freien zu essen, ist auf den Neubauten auch sehr stark erweitert worden. Zeige ich euch später noch ein Beispiel. Ja? Also